Willkommen zu unseren Sommergesprächen 2020. Heute treffen wir Uli Meier von den Freiheitlichen im Bahnhofspark in Bozen zum Interview. Was sie nicht weiß, ist, dass wir die Kameras vorher schon ein bisschen laufen lassen. Sollten Sie also zwischendurch Musik hören, haben wir entschieden, die eine oder andere Antwort lieber mit Händel zu handeln. Jetzt aber Kamera ab für Uli Meier. Dafür, dass wir alle Pegel schön auspegeln können, darfst du von der Seele weg ganz ehrlich mal sagen, für die Tonprobe, was haltest du von den Menschen hier im Park? Uli Meier, wir stehen hier im Bahnhofspark, ein Problemort, hier wird auch Drogenhandel betrieben. Sie wohnen selbst hier in der Nähe. Wie erleben Sie denn diesen Ort hier speziell? Ja, mittlerweile nach 6 Jahren bin ich es natürlich gewohnt. Denn wenn man mehrmals am Tag diese Strecke geht, sei es zur Arbeit oder dann auch wieder nach Hause, dann ist natürlich sehr viel Gewöhnungssache. So schnell schockiert einem nichts mehr. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach schade, dass diese Zone zunehmend verwahrlost. Und ich finde es auch schade, dass sich mittlerweile niemand mehr, sei es die Politik, sei es die Gemeindepolitik, aber auch die Landespolitik, auch zuständige Organisationen, aber auch irgendwo die Staatsgewalt, nicht mehr zuständig fühlt für diese Leute. In diesem Sommer gab es eine neue Welle, eine Antirassismuswelle, auf den Fall in Amerika hin, George Floyd, der von Polizeigewalt zum Tode gebracht wurde. Wie sehen Sie das? Gibt es in Südtirol Rassismus? Es gibt ja auch hier Demonstrationen gegen Rassismus. Sind die berechtigt? Gibt es Rassismus in Südtirol? Jede Demonstration ist berechtigt. Wir leben in einer Demokratie und ich glaube, Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das zu schützen gilt, unabhängig, ob man eine Meinung teilt oder nicht. Ich denke, Rassismus in dieser Form gibt es in Südtirol eigentlich nicht. Und ich glaube auch, dass die Anrainer, die hier leben, absolut nichts mit Rassismus zu tun haben. Denn wären dies alles Saarner, Finchker oder Pusterer und würden sich von früh morgens bis spät abends so benehmen, glaube ich, wäre der Unmut genauso stark. Das hat nichts mit Hautfarbe zu tun. Aber hier erleben wir einfach eine Verwahrlosung nicht nur der Gegend, sondern auch der Gesellschaftsordnung und einer bestimmten Werteordnung. Und wie gesagt, eines sind die Demonstrationen, die sich ereignet haben aufgrund dieses wirklich... Jetzt, so im Sommer aktuell? Im Sommer aktuell, aufgrund dieses wirklich tragischen, und das ist kein Einzelfall in Amerika, so etwas darf auch bei keinem Polizeieinsatz passieren. Nur, würden Sie bei einer solchen Demonstration mitmachen gegen Rassismus? Ich war am Walterplatz und habe am Rande diese Demonstration beobachtet. Aber ich glaube, dass in Südtirol das Thema nicht gegeben ist. Also ich habe in Südtirol wirklich niemanden erlebt, der effektiv rassistisch ist. Es wird auch ein bisschen dieser Begriff, glaube ich, inflationär und missbräuchlich verwendet. Okay. Themenwechsel. Wir wollen gar nicht zu lange darüber sprechen. Die Lockdown-Phase haben wir hinter uns. Es war eine schwierige Phase. Es war natürlich eine Regierungsphase vor allem. Die Opposition war im Wesentlichen unsichtbar. Sie haben trotzdem diese Zeit gar nicht so sehr genutzt, die Regierung zu kritisieren. Warum? Na, ich habe das aus der Distanz erlebt. Es war für alle neu. Wie Sie gesagt haben, auch für die Opposition. Natürlich in so einer Phase sind die Regierenden die Verantwortungsträger. Wir haben es erlebt und das hat uns nicht gefallen, dass der Landtag von heute auf morgen keine Rolle mehr gespielt hat. Der politische Diskurs hat nicht mehr stattgefunden. Und ich habe für mich selbst entschieden, dass es in dieser Phase, wo es effektiv darum geht, dass die Leute bei Laune gehalten werden, dass es wichtig ist, dass wir uns an die Regeln halten, war es für mich selbstverständlich, dass man sich politisch auch einmal selbst zurücknimmt, dass man weniger schlagzeilenorientiert unterwegs ist, sondern wir haben von jedem Landesrat die Handynummer. Wenn irgendetwas zu sagen war, dann Vorschläge zu machen, dann hat man das auch in direkter Form tun können. Ob ich es nochmal so tun würde, weiß ich nicht, aber ich denke, in dieser Phase, und ich stehe dazu, war das für mich die richtige Entscheidung. Was sollte man denn
von dieser Phase mitnehmen, also von dieser Extremphase, von dieser Pandemiephase in die Gegenwart, in die Zukunft? Ich glaube grundsätzlich, und das ist nicht nur ein Südtiroler Problem, sondern ein europäisches, sollte man mitnehmen, zumindest hinterfragen, ob es richtig war, dass man jegliche Produktion von medizinischen Schutzausrüstungen, Masken und so weiter nach China verlagert hat. Denn wir waren alle, die ganze Welt, zum selben Zeitpunkt von China abhängig, weil wir nicht mehr selber produzieren. Ich denke, das muss sich künftig ändern. Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, an der Kommunikation zu feilen. Denn es wurde sehr schnell, eigentlich in meinen Augen viel zu schnell, den Menschen verklickert. Es wird schnell unbürokratisch geholfen und bis heute wissen wir, dass viele Dinge noch nicht so laufen, wie wir es eigentlich gehört haben und, oder verstanden haben. Das heißt, man muss dort viel tun. Ich denke, dass es für ganz viele, und das natürlich ist das ein Schlag ins Gesicht für all jene, die wirklich vor Existenzängsten stehen, aber ich denke, für die Gesellschaft insgesamt ein Umdenken, dass es nicht immer schneller, weiter, höher, sondern dass man sich vielleicht wieder ein bisschen auf wesentliche Dinge besinnt, glaube ich, ist auch aus dieser Krise herauszuziehen. Wieder langsamer sozusagen. Langsamer zu werden. Man muss nicht immer mehr und immer schneller. Und ich denke auch, das hat sich für mich gezeigt, wir haben ja 2015 diese Krise gehabt mit der Massenzuwanderung. Dort hat es immer geheißen, man könne keine Grenzen schließen. Man hat jetzt gesehen, wie schnell Grenzen dicht gemacht werden. Also die Krise hat einige Dinge uns aufgezeigt, die man schon irgendwo hinterfragen muss, einen Spiegel vorgehalten. Und ich denke, man hat gesehen, wenn die Politik will, geht alles. Es gab ja viele Positionen und Positionierungen zu dieser Lockdown-Zeit. Es gab die Virus-Zweifler, nennen wir sie mal auf der Skala 0, und es gab die Lockdown-Treuen, nennen wir sie 10. Wo genau positionieren Sie sich dort? Ganz kurz gesagt. Eher bei den Lockdown-Treuen, auch wenn ich bestimmte Dinge hinterfrage natürlich. Aber mehr Sorge, das sage ich in aller Deutlichkeit, mache ich mir über die Schäden und über die zukünftigen Folgen, die wir noch sicher über Jahre zu tragen haben, als über das Virus, das wir ja nach wie vor nicht beseitigt haben. Danke für das Gespräch. Danke. Wie siehst du eigentlich die Chance bei den Gemeinderatswahlen? Ich ganz persönlich